Servus und zurück zu Minecraft Paraworld. Und heute kommt mal was anderes. Anstatt dass wir hier ständig vergammeln in der Stadt und immer weitermachen, überlegt, wir laufen straight up irgendwo hin. Und das straight up irgendwo hin heißt für mich in irgendeine Richtung, wo es hingeht. Ich habe Holz und Wolle mitgenommen, damit wir ein paar Betten machen können. Essen habe ich tonnenweise noch mit. Fackeln habe ich tonnenweise mit. Also knapp 4 Stacks. Und ich würde einfach in eine Richtung laufen, mir Städte irgendwie sowas hier markieren, und zwar in einer Farbe immer, so in Schwarz, oder wir machen das hier in Knallweiß, dass wir vielleicht sagen, okay, wir haben Weiß als Mittelpunkt und tragen dann halt immer da ein Dorf ein. Einmal was wir gerade so in der Nähe haben, und das soll dann halt unser Ziel sein, Dörfer irgendwas markieren. Aber Höhe 460, keine Ahnung. Safe, zack. Wird halt markiert. So, das geht jetzt die ganze Zeit weiter, bis wir halt connecten haben. Und es soll nachher so sein, dass ich zu den Dörfern, die ziemlich nah sind, wie die beiden hier, eventuell ist ja hier oben auch noch, genau, hier oben ist noch ein drittes, dass da Wege hinkommen. So, dann kommt vielleicht hier noch ein Weg hin und ab dann, was in diesem Umkreis nicht mehr fassbar ist, wird mit Teleports connected. Und selbst im späteren Verlauf, ich werde jetzt immer viel schneiden, viel und hin und her, ich werde viel sammeln, ich will hoffen, dass ich viel auch finde. Ich hoffe, dass ich Spruce-Wood, andere Bäume finde, wo ich Bock drauf habe, anderes Gestein, irgendwas sowas, was wir replizieren können. Und damit würde ich sagen, lasst uns den Start beginnen. Natürlich wird jetzt erstmal noch die erste Zeit sein, dass ich jetzt mit euch hin jetzt noch den Weg lang laufe bis zum Dorf, bis zur Stadt. Ich hatte mir überlegt, erstmal vielleicht ein paar Speed-Tränke mitzunehmen. Wäre aber vielleicht schwachsinnig gewesen. Ich kann ja sowieso laufen. Okay, warum da Erde weg ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Kann ich nicht verraten. Ja, wie gesagt, wir laufen jetzt in eine Richtung. Wir laufen jetzt erstmal bis zum ersten Dorf, was natürlich auch da ist. Sie bekommen auch später noch Städte, eine Mauer, den ganzen Quatsch, was eigentlich da fehlt. Hallo Dirtblock. Und soll dann dazu Geschichten geben, eventuell. Das weiß ich noch nicht gar nicht, aber es soll erstmal Dörfer mit Namen geben. Wie gesagt, dann die Telepets, was dann alles kommt, weil ich hier mit, ja, sozusagen in der Stadt ja nicht versauern möchte, sondern euch auch mal ein bisschen die Welt zeigen möchte, was noch so kommt. Vielleicht finden wir noch von den Dinos welche, die wir noch brauchen oder sowas. Alles, was so noch vorhanden ist. Ah, das sieht schon geil aus. Weil das Dorf, vielleicht nur ein bisschen spoilern. Beziehungsweise ein bisschen, das soll jetzt kompakter werden. Da, diese Häuser sind jetzt so die vorgegebenen, die da sind. Da kommen ganz viele kleine Wohnhäuser hin, wo die Wild- bzw. die Dörfer reinkommen. Wir wollen mit den NPCs arbeiten, eigentlich. Und dann soll halt kleine Häuser kommen, eine Taverne kommt noch. Es gibt ja die Taverne im Magierdorf. Und es wird hier eine Taverne kommen. Die wird auch Alkohol brennen. Die soll wirklich auf Taverne getrimmt sein. Hatten wir den Fall auch den Obsidian-Totem. Den konnte man, glaube ich, mit diesem Formonomicum konnte man das, glaube ich, irgendwie triggern oder so. Ja, und wie gesagt, die Dörfer will ich dann halt abklappern, was da so ist. Ich werde mir dann vielleicht ein paar Notizen machen, wo es vielleicht was Wichtiges, wo es vielleicht was Wichtiges gibt. Was haben wir denn hier? Potatoes. Das soll dann halt weitergehen. Man sieht ja hier, der ganze Weg ist bis hier noch da durch. Und das geht dann auch wirklich. Ah, was geht mit dir ab? Guck mal, der gibt mir Emerald und Schuhe. Und wenn der hier schon geht, gibt mir ein Diamantschwert. Und ich werde dann halt gucken, dass ich Villager finde, die mir halt Zeug geben. Und weil das ist jetzt auch markiert hier oben, wenn wir jetzt sagen, okay, wir müssen es jetzt hier wirklich ummarkieren. Teleport, ach, Teleport sag ich schon. Edit. Jetzt sind wir auf Höhe. Keine Ahnung, auf welche Höhe sind wir. Höhe. Da, 66. Dann editieren wir doch mal eben das Dorf auf 66. So, safe. Klatsch ist der Punkt jetzt nämlich weiter oben. Da, 2 Meter. Und sowas hier wie die Grapes oder sowas soll natürlich auch mein Denken sein, dass wir jetzt vielleicht ein paar Grapes mitnehmen, die wir sowieso brauchen. Denn mein Dorf soll darauf hinauflaufen, dass es später alles züchten kann. Pack jetzt mal das Ding ein hier. Das ist der Rucksack, der automatisch die Sachen aufnimmt. Da brauche ich jetzt gar keinen Rucksack mehr, nehmen, der ist nachher vollgemüllt. Das kann ich jetzt schon, den muss ich auch ab und zu mal sortieren und da durchgehen. Reicht denn das wirklich, dass nur ein Ding da in der Mitte ist, sehe ich gerade? Anscheinend schon. Jetzt gehen wir noch hier gucken. Guck mal, diese ganze Wille vom Angry Zombie gestorben. Also die Villager kriegen natürlich auch noch ein Ding. Jetzt müssen wir ein bisschen was trinken. Ich werde jetzt auch die ganzen Nächte, die jetzt kommen, alles wegschneiden. Also ihr werdet auf jeden Fall viel, viel sehen, was da ist. Ich hoffe, dass ich nicht sterbe. Wird aber nicht das Problem sein, weil ich
Ich kann, glaube ich, 21 Betten machen oder sowas. Und ich glaube, das reicht. Wenn ich 21 Betten kaufen kann, komme ich auf jeden Fall locker damit aus. Hier sowas, da kann man vielleicht mal gucken, ob man vielleicht irgendwas braucht. Schablonen sowieso nicht, aber Tische brauche ich, glaube ich, auch nicht. Aber wenn ich jetzt nochmal eine Schmelze finde irgendwo im Dorf, die reiße ich natürlich komplett ab. Karotten, Potatoes haben wir, glaube ich, das produziert sowieso in Massen jetzt mittlerweile durch die einen Farm. Und ich würde sagen, ab hier machen wir noch ein bisschen Zeitraffer und sehen uns dann gleich wirklich an die sämtlichen neuen Stellen, die da sind. Und los geht's. So, jetzt sind wir gerade hier vor so einem komischen Village-Dorf, was ich ja schon mal hatte. Das ist auch bei uns in der Nähe. Ist das hier ein bewachtes? Ah, das ist ein bewachtes. Nee, kein Bock. Die Bewachten sind meist immer problematisch, weil die meist dann immer auch Ärger haben wollen, die Jungs. Können wir denn vielleicht ein bisschen Terror stiften? Tschüss. Hallo, mein Freund. I'm from the Netherlands. Villager. Ich gehe mal mit Obacht hier rein. Sind das so Zelte? Komm her. Okay, die sterben relativ schnell. Oh, da kommen so einige, ne? Oh Jungs, was geht mit euch ab? Ja, chillt mal. Chill. 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 Wenn noch von. Alter, komm her. Da noch! Komm so. Jetzt wollen wir das uns mal vielleicht ein bisschen. Alter, wie viel Eisenswords gibt's denn? Müssen wir eben ein bisschen Wasser finden. Ah, das ist aber gar nicht mal schlecht, dass wir jetzt da so ein bisschen locker flockig durchkommen, weil ich habe ja noch eins in der Nähe. Ja, und dann werden wir mal ein bisschen gucken. Also viele Eisenschwerter? Eieiei, da kommen aber einige zusammen. Ich würde überlegen, ob wir die einfach mitnehmen. Das können wir mitnehmen. Keine Ahnung. Nö, 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 nö. Ah, pff. Okay, den Pfeil ist okay. Da habe ich ja welche hier oben da drinne. Ihr seht jetzt schon, was jetzt sich so langsam in diesem Ding hier anmüllt. Weil er einfach alles einsaugt, was er finden kann. Wirklich alles. So. Gut, dann soll ich vielleicht das noch mitnehmen. Aber alles andere. So, was jetzt noch so langsam kommt, kommt dann auch weg. Boah, ich nicht. Vielleicht können wir dann hier in diesem Dorf hier ein bisschen handeln oder so. Ich weiß es nicht. Ich weiß ja auch nicht, warum immer diese Banditen da drin sind. Haben die das irgendwie so geclaimed oder so? Mich ja schon ganz interessieren. Ach, guck mal. Da finden wir Sachen. Dann nehme ich die Axt mit. Okay. Den kacke ich jetzt erstmal sozusagen voll. Dem Scheiß. Nimm mal mit. Farmcraft. Whitestone. Okay, ein Steel Ingot ist auch super. Muss wieder ein bisschen tauschen, was ich mitnehme und was ich nicht mitnehme. Okay. Das nehmen wir mit. Das bleibt natürlich hier. Die nehmen wir mit. Was ist denn hier noch drin, was hier noch weg kann? Das Ganze kann noch alles weg. Ah, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Knowledged. Ganzen Kackrest hier. Fossil Record, keine Ahnung, ob man die so wirklich so sinnvoll braucht. Doppelte Curry. Ich werde dir mal eine durchjagen und euch gleich meine Ausbeute zeigen, dann würde ich sagen. Sehen wir uns gleich. Okay, ich greife hier nochmal gerade mit ein. Ich weiß nicht, wo dieser Ton herkommt. Hört ihr das die ganze Zeit? Dieses. Ich frage mich gerade, ob wirklich so viel. Hört ihr das?
wie viel Schwerter brauchen. Wo das herkommt, keine Ahnung. Hier. Kann ich mir alle selber machen, komm weg. Die Sattel, okay, muss ich sie nicht selber kaufen, muss ich sie auch nicht finden. Oder so ein Scheiß, die kann ich jetzt schon von hier aus schon mitnehmen. Was ist denn das? Ach, Light Grey. Noch mehr Pfeile. Burger. Hier, Stil nehmen wir auf jeden Fall mit, muss ich es nicht machen. Oh, gekochtes Essen, das ist ganz gut. Moospie, Naturherzen. Nehmen wir mit. Ich frage nicht, das ist eine Art, keine Ahnung, Warnhorn. Das Essen müssen wir mitnehmen. Das hier, könnten wir mitnehmen. Immer brauchen wir nicht. Den Lifetime ist gar nicht mal so schlecht. Hellfire, Pop, Knowledge. Knowledge ist immer gut für Farmcraft. Okay. Mitnehmen, Miniaturherzen mitnehmen. Glaube, die erste Tasche ist auch gleich schon knackenvoll. Er wird uns bestimmt noch ein paar Blöcke einsaugen, genauso ist es. Aber so finden wir halt noch. Den Bogen von der Richtung. Ach, guck mal. Tschüss, Jungs. Pales. Lass ich mich. Frage, spawnen die irgendwo hier? Noch wer? Ja, ich muss hier einmal komplett extrem geil. Also so Dinge auseinandernehmen finde ich jetzt schon ganz geil. Muss halt nur gucken, dass wir jetzt hier Eisen. Das ist halt extra Essen. Guck mal, wie viele Bögen wie. Ich kann eigentlich die Tasche schon wieder wechseln, da weiß ich jetzt schon, dass da nur Damage, also nur Kackzeug drin ist. Bögen und was? Sattel, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Stilo Name Text immer dabei. Knowledge paid, alles klar, mitnehmen. Da haben wir schon eine Axt. Oh, eine Vinem. Jetzt sind es auch. Vinem Exploit. Kann man eigentlich so. Warum sind hier. Ah, das ist. Raus. Stimmt, das war die, Kiste. Beziehungsweise die Truhe, die ich unten noch mit hatte. Immer, dass das ein bisschen dazwischen lagern konnte. Ich hatte ja einfach nur ein paar Truhen immer unten hingestellt und habe das immer nach und nach wieder nach oben gebracht, weil ich ja das nicht hatte. Oh, die Werkbank kommt unten hin. Ach, du ahnst es nicht. Das kann ja noch lustig werden, denn meine Taschen sind gleich voll. So, das sind so Treasures. Ach, da unten ist ein Piepmatz von Rogue. Alles klar. Halt die Klappe, du kommst da unten wieder rein. Tschüss. Können wir schlafen? In Seelenruhig? Ich will's hoffen. Bockt jetzt schon übelst geil. Das wird halt eine. Das ist jetzt halt eine. Guten Morgen. Ist er das die ganze Zeit? Das wird jetzt eher so eine. Was geht mit dir ab? Was macht denn er jetzt hier? Junge, was war denn jetzt mit dir? Hallo? Was ist mit dir? Du Otto. Ich kann auch gar nicht zugreifen, meinem kurz disconnecten. Voll komisch. Ich frage mich auch ganz, wer die Sounds macht von denen. Kackvogel hier. Ich will doch den Scheiß nicht einsammeln, den ganzen Kack, den ihr abreißt hier. Okay, Fackeln. Schön und gut. Ah, der blöde Sound hier. Meine Tasche saugt jetzt eh alles ein.
Oh, der Kackvogel. Geh weg. Ich bin doch kein Süppchen. Ist noch Sonne? Ne. Wo kann ich denn schon wieder. Alter. Kann schon wieder. Kann doch nicht sein, dass ich schon wieder disconnecten müssen. Nee. Okay, wieder join. Babibu, Babibu, Babidi. Babidi, Badibu, Badibi. Ja, wir haben ganz halt komische Meldung vom Kopf, nehmen wir auf jeden Fall mit. Den Salat haben wir sowieso schon irgendwo. Gott sagen, ja. Muss irgendwas twinkeln. Den müssen wir einmal mitnehmen. Macht mich ja wahne. Na, wo ist denn der Vogel hin? Hallo. Ja, du bist sowieso verwirrt, du blödes Mistviech. Was sind das denn für Kackhäuschen hier? Jetzt ernsthaft so Kackhäuschen? Oh. Flower Pot? Oh. Weißt du, was ein Flower Pot ist? Abgeht ihr Kacken, meine Freunde. Gehen hier auch nochmal rumgucken, ob wir vielleicht noch ein bisschen mehr Zeug. Ah, er findet bestimmt noch mehr Stuff. Stil. Die Dinger. Mampf, Mampf. Ah, haben wir eigentlich genug. 10 Milliarden Buckets hätte ich schon mitnehmen können. Den Salat haben wir auch noch. Ist das hier oben? Ja, so ein Sensenzepter. Das habe ich auf jeden Fall. Vielleicht finden wir noch einen Live-Train oder so. Den würde ich auf jeden Fall noch mitnehmen. Aber alles andere brauchen wir nicht mitnehmen. Also Festung lohnte sich auf jeden Fall. Name-Tag. Ein Sattel werden wir auf jeden Fall nachher genug haben. Live-Drain, perfekte Sahne. Ist mal für den Kampf auf jeden Fall ganz geil. Das sollte reichen. Nee, dann nehme ich vielleicht so eine Dia. Wenn ich eine Dia finde, dann nehme ich die noch mit. So, Sattel sollten wir jetzt auch vielleicht noch genug haben. Stecken die einen die Köpfe hier? Die stecken sogar. Problem ist, die Dinger stecken nicht. Das wäre voll. Alles klar. Gut, packen wir mal. Was haben wir denn? Die Stacks hier und die ganzen Sattel und so, den ganzen Scheiß, den schmeißen wir mal da drüben rein. Den brauchen wir nicht. Alles klar. Hier knallt's auch wie dumm und dämlich, die ganze Zeit hier in diesem Dorf. Tell me why? I don't nothing. Das brauchen wir nicht. Keine Ahnung, wie man den chargen kann. Eisen weiß ich nicht. Nehme ich jetzt nicht mit. Da ist mir Stil wichtiger. So eine Knowledge, okay. So, das ist vielleicht noch stackbar. Die lassen wir auch noch hier. Haben wir jetzt noch irgendwas, was drin ist? Nö. Das kann jetzt hier alles rein. Hier kommen bestimmt gleich wieder 10 Milliarden Blöcke entgegengeflogen, die ich nicht brauche. Okay, oh, ist lieber netter, das weiß ich, ich wollte ja auch nicht schlafen gehen. Schon wieder ein Live-Train? Okay, zwei haben wir. Sollten aber auch reichen. Reichen, okay, Name-Tags können wir mitnehmen. Die können wir mitnehmen, Disk können wir mitnehmen. Das haben wir auch noch hier unten drin. Okay, so ein Charge-Ding. Ich weiß, jetzt kann ich auch mal gucken, ob die stackbar sind. Ne, sind nicht. Anno-Tasche? Hab ich die nicht hier? Oder habe ich den noch? Ah, okay. Ist erledigt, wo ich ihn reingeworfen hätte. Na, dann kann das hier nämlich auch weg. Und der White Charge. Ich glaube, nach der ersten Tour bist du schon voll mit dem ganzen Ding. Du bist doch schon voll gesorgt mit Klamotten. Ein Sharpman Boot Looking. Okay, sehr nice. Aimtex sind stackable, die nehmen wir mit. Nö, 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 nö. Was ist denn das für ein Stab? Okay. Das nehmen wir mit. Na gut, ist natürlich klar, ist nicht stackable. Aber der Rest ist stackbar und den nehmen wir auch wieder mit. Oh, die Fackeln da unten rein. Raus aus dem Dorf.
Lass mich hier raus. Da bist du, Scheißvogel. Also entweder bin ich doof zum Treffen oder so. Verpiss dich. Jetzt haben wir einen Nachteil dieser Beck hier. Der saugt alles ein wie bekloppt. Das ist der Nachteil. Der Beck hier, der saugt alles ein. Und ich gehe wieder weiter. Ich würde sagen, wir gehen weiter und suchen uns das nächste Ziel. Vielleicht finde ich auch wieder, wie gesagt, das Boostfit oder andere Sachen. Und dann geht's auf jeden Fall da weiter natürlich. Sind wir gerade hier in dem Haus noch reingegangen. Und das sind halt diese Dinger, die halt nach unten führen würden. Für uns hier ist jetzt gar nichts. Ist irgendwie eingebaut hier. Und das wird jetzt auch nicht kommen, dass ich jetzt da reingehe in solche Dungeon. Das wird halt dann mal zwischendurch kommen, dass ich sage, okay, ich gehe schon mal zum Dungeon hin und gucke mir das da mal an. Oder wir gehen, waschen das halt gemeinsam durch. Ich habe ja Dia-Klamotten und kann dann immer noch weiter leveln und den ganzen Quatsch. Da soll es ja auch nicht dran scheitern. Da habe ich ja einige Tage Zeit. Es kommt jetzt, wie gesagt, alle 2 Tage. Habe ich schon eine Silver Bell? Haben wir die schon? Kann sein, aber es sieht scheiße aus. Muss ich ehrlich sagen, das ist ein nicht hübsches Holz. Aber wäre jetzt nicht meins. Was haben wir denn? Hier haben wir so Festung von. Okay, das sind Zelda-Festungen. Die auch. Zwei nebeneinander ist auf jeden Fall Sweet Dream. Vielleicht kommen wir da mit ein bisschen Holz oben drauf. Vielleicht finden wir da auch Patronen. Und so nach und nach taucht dann auch pro Map immer mehr Teile aus. Das ist natürlich klar, das sind wir zwischendurch am Lecken. Weil er muss ja jetzt ein bisschen nachrennen und man sieht ein bisschen komisch aus. Wie gesagt, ich gehe jetzt so gerade so ein bisschen schräg und ein bisschen hier rum. Guck mir das Ganze an. Guck mal, ob wir da oben irgendwas finden. Da oben ist auf jeden Fall eine Truhe. Ich muss jetzt aufpassen. Ich weiß jetzt nicht, ob da irgendwas ist oder so. Ist jetzt hier eine Truhe? Hier ist jetzt gar keine. Aber hier ist eine Zelda. Ah, guck mal, Emeralds. Emeralds sind wichtig. Small Key nehmen wir mit. Ein Kiriko können wir mitnehmen, das habe ich ja. Gold brauchen wir nicht. Eine Healing Potion ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Kann man nicht verachten und da ist gleich eine Hütte nebenan. Und wir sollten gleich schlafen gehen. Schlafen gehen und uns einen Platz. Das Schlafen gehen können wir hier machen. Wir brauchen jetzt nur was zu twinkeln. Okay. Ich würde sagen, nicht lang schnacken, machen wir hier vorne alles. Bett. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hier weiter. So. Nächstes Bett aufstellen. Ich hätte eigentlich mal markieren sollen. Aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Na, Wasser wieder ist klar, immer das gleiche. Trinken, blablabla. Das wird alles hier schnell sein und auch die Folgen. Das wird jetzt so eine, ich sag mal, eine 40-Minuten-Folge wird dann daraus gemacht. Also aus einer 40-Minuten-Folge machen wir jetzt so ein Ding. Und das soll dann alles kompakt. In 2 Parts dann immer gemacht werden, oder vielleicht in einem, das weiß ich noch nicht, gar nicht, weil das immer so ein bisschen hinterher springt. Kann natürlich sein, dass ich jetzt 20 Milliarden Sachen in einem Part reinkriege und da ein bisschen hinterher springt, natürlich. Das werden wir dann sehen. Das heißt, es wird jetzt keine 10 Milliarden Ankündigungen kommen für irgendwas, sondern eine Ankündigung und dann kriegt ihr auch unten sozusagen eine Reinschrift oder so. Das ist die Folge da und da und hier und da gehören dazu mit. Also da werde ich auf jeden Fall. Kleine Mitteilung, was ist das denn? Das ist normaler Stone. Okay. Sind das Treasure Plates? Ich muss ein bisschen aufpassen, dass hier nichts. Dass die Stairs schon da sind, ist. Das ist ein Trap Chest drunter. Alles klar. Okay, müssen wir mal gucken. Na, wo ist es? Ah, da haben wir nämlich das Übeltäterchen. Machen das ganz einfach. Das kann man ein bisschen manchmal austricksen. Geht mal von hinten dran. Siehst du? Hätte ich mir fast gedacht. Danke. Brauche ich mir nicht craften. Ein Chocopedia brauche ich mir auch nicht mehr craften. Steel haben wir. Name-Text und Gold-Armor. Nö, aber Knowledged. Knowledge, alles klar, Miniatur sind es glaube ich auch nicht stackable, aber danke. Und so einfach kommt man natürlich auch die Sachen auch dran. Was man nicht braucht. X-Redstone brauche ich nicht. Ja, das Holz brauche ich auch nicht. Kann man auf jeden Fall super viel mitmachen. Miniatur jetzt, klar natürlich. Zack.
Das ist ja die nächste Ausbeute. Den Trank behalte ich mal vor, jetzt habe ich hier unten. Alles klar. Gehen wir direkt weiter ins nächste Teil. Aber ich habe das ganz vergessen. Wir sind jetzt, glaube ich, in so einem Hexetower, wie man das noch kennt. Und wir müssen jetzt aufpassen. Da müssen wir ein bisschen durchschlängeln. Denn ich glaube, oben ist auch der Boss, wenn er den nicht ausgeschaltet hat. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir auch die Mobs unten defragmentieren. Oder ist der ganz runtergedroppt? Wir hätten jetzt eigentlich ein paar Blöcke gebraucht. Denn solche Löcher müssen wir ein bisschen vermeiden, dass wir da einfach drüber kommen. So, zurück. Warten, bis sie kommen. Na, kommen sie. Auch unten immer alles bisschen dicht halten. Okay, wir haben 4 Erde mit. Das ist schon mal ganz gut. Ah, shit. Wo ist der Effekt? Ah, kein Chief. Okay, da müssen wir ein bisschen anders vorgehen. Dich auf jeden Fall so. Jetzt solltest du kein Problem mehr sein. Wither-Effekt. Weg mit dir. Ist der da? Okay, ein Skeleton-Spawn, ein Creeper-Spawn, also nichts Uninteressantes. Weil manchmal gibt es auch auf diesen Türmen, da gehen wir gleich hin, solche Monster. Frag ich, ob wir runtergehen sollen. Komm, also komplett runter. Ich muss jetzt nur gleich irgendwas trinken. Eben zumindest unten was. In der Etage. Fragt, wie weit geht es so runter und wie wertvoll sind unten die Loots? Ich glaube eher nicht. Wir huschen da drüben. Schnappen uns hier das Ding. Saufen uns eben hier komplett. Rüstung ist noch ganz okay. Kommt mal noch human mit hin. Komischerweise stürzt bei mir das nicht ab, wenn ich das verzauber. Also mit dem Le Level wieder. Nur. Ich hätte jetzt mal geguckt. Weil Jerry hatte letztens das Problem, dass es auf jeden Fall bei ihm Probleme gab, beziehungsweise auch immer abgeschmiert ist, und ich habe das bei mir vorhin probiert, ob es jetzt funktioniert oder so. Und hat es auch. Komischerweise. Wo ich auch erst dachte, ah, eventuell schmiert es jetzt ab. Hat es aber Gott sei Dank. Ja, rennen wir rüber. Muss natürlich auch auf die Dinos natürlich achten, was jetzt aggressiv ist und was nicht. Die kenne ich nicht. Ob es nun aggressiv sind oder nicht. Sehen natürlich auch sehr interessant aus. Natürlich will ich sehen noch nicht zu nahe kommen. Und hier ist auf jeden Fall wieder was drinne. Sehen aus wie viele Schafe. Jetzt gucke ich mal, ob wir einen Eingang finden. Hier, hello. Okay, da kommen wir nicht so rein. Das heißt, wir kommen aber mit der Wolle rein. Beziehungsweise mit der Wolle, sei ich schon, mit der Erde. Ganz sneaky rein. Was geht ab? Wir gucken jetzt mal ganz einfach durch. Vielleicht finden wir. Okay. Da ist ein Trader, das will er was haben. Das ist natürlich, das ist ein NPC, ne? Das ist ein NPC. Alles klar. Das ist noch ein NPC. Alles klar. Das ist so ein schönes NPC-Dorf. Also er will auf jeden Fall Sachen haben. Wo ich sagen würde, hier machen wir uns ein Dorf hin. Ein Dorfmarker. A new one. Und dann sagen wir jetzt Dorf mit NPCs 1, weil dann wissen wir auf jeden Fall, dass wir davon vielleicht noch mehr finden oder so. Gucken, er hat auch auf jeden Fall auch was. Oh, guck mal, hier kriegt man Schienen günstiger. Was auch noch, was kann man denn bei euch ein bisschen dieben? Nö. Der gibt uns Rüstung. Der war genau, der war Bücher. Hier gibt es Wolle. Das ist doch gar nicht mal schlecht. Guck mal, hier kriegt man Spawn-Eggs. Gar nicht mal schlecht. Die können wir Spawn-Eier holen. Ich weiß nicht, ob jetzt, das ist, glaube ich, die Verfügbarkeit ist, ne? Das ist, glaube ich, die Verfügbarkeit. Das heißt, du willst wohl vielleicht Bücher oder sowas haben. Nett. Comparator sehr billig für Gold. Redstone-Lampen günstig für uns. Also die Leiste kannst du wieder auch in deine Hütte reingehen hier. Mein Freund. Also hier ist sozusagen ein kleines Dorf. Gefällt mir. Gefällt mir. Guck mal, der will Essen haben.
Potions, sehr, sehr, sehr schön. Ui, geht's noch aufs Dach? Sind wir mit, oh, ja gut, hier finden. Oh, das ist ganz gut. Denn dieses Food hier. Wir fragen, warum baust du denn das? Das ist ganz einfach. Das brauche ich nicht. Das habe ich irgendwas. Kokabi. Nehme ich mal mit, weiß ich nicht, ob wir hier haben. Diese sind dafür gedacht, dass wir unsere Village herstellen können. Von SES Warfare. Brauchen wir ja immer das Porkchop und das ganze andere Leder. Die Kokabins hier nehmen wir natürlich auch noch mit. So, können wir eigentlich hier oben mal eben Tasche leeren, die hier mit dem ganzen Scheiß. Brauche ich nicht. Was ist das für eine Potion? Night Vision. Okay. Ist vielleicht ganz interessant. Regeneration 2. Ja, wie gesagt, zurück dazu. Sowas wie Chicken und alles gebraten, ne? Ist gar nicht mal schlecht. Da diese NPC-Villager, die ja diese Food Bundles bauen, da können wir mal eben gucken hier. Food Bundle. Oh, Food Bundle. Da. Und da brauchen wir ja ganz viel davon. Brot haben wir massenweise. Fisch brauchen wir nicht, aber Äpfel haben wir auch massenweise und Wasserflaschen haben wir auch massenweise. Die Sette kriegen wir massenweise. Die hier nicht so ganz, weil ich noch keine Farben gebaut habe. Was ja auch nach und nach auch kommen soll. Und da ist es schon ganz okay, dass wir das hier ein bisschen doch dadurch finden. Potions packe ich immer da drüben. Danke, Villagers, dass ich mir ein bisschen aushalte, beziehungsweise NPCs. Und ist auf jeden Fall sehr, sehr nett. Ich würde bei euch gerne übernachten, wenn das möglich wäre. Wenn ihr doch ein Bett zur Verfügung habt für mich. Wie wär's denn damit? Habt ihr denn sowas hier? Und sonst klatsche ich mir einfach ein Bett hier hin. Was ist denn eine Workbench hier oder so? Guck mal, da kriegt man sogar hier oben Fresh Omelette-Zweige. Also sozusagen ein kleines, kleines Restaurant hier. Der Herr, darf ich denn bei Ihnen jetzt hier übernachten oder so? Bestimmt, ne? Machen wir uns hier oben das Bett hin. Jetzt auch nicht die ganze Hütte hier, beziehungsweise das ganze Einreißen hier. Das ist ja jetzt auch schade. Also wissen wir, wenn wir jetzt beim nächsten Mal sowas, so ein Ding finden, rein, das ist ein Dorf. Können wir natürlich nicht so ganz rein, wie wir es gern hätten. Aber, mein Gott, rein. Bett haben wir hier. Wissen wir auf jeden Fall, dass wir ein Bett haben. Und damit würde ich sagen, war das die erste Tour. Und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Und bis dahin, euer Flash-O-Tapé. Und ciao bei der nächsten Woche. Bis dahin. Ciao, ciao.